Für Robert Schul ist das Trainingslager in Windischgarsten ein ganz besonderes. Der 25 Jahre alte Neuzugang der TSG ist gebürtiger Welser. Die Trainingszeit hier in Oberösterreich für ihn ein Heimspiel. Das ist ein wunderbares Gefühl. Wir haben hier super Bedingungen, das Hotel ist top und der Trainingsplatz ist gleich nebenan, auch in sehr gutem Zustand. Ja, die Luft hier, die kenne ich. Ich bin hier in der Nähe zu Hause. Fühlt sich sehr gut an und läuft sehr gut. Die Leidenschaft zum Fußball hat Robert Schul schon früh entdeckt. An seinem freien Nachmittag im Trainingslager fährt er mit uns an den Ort, wo alles begann. Ich habe zwei Brüder, einen älteren Bruder und einen jüngeren, und wir waren eigentlich jeden Tag zu dritt Fußball spielen im Park daneben an, weil bei uns unser Haus ist halt direkt neben dem Sportplatz und der Park war auch gleich direkt daneben, und so waren wir dann glaube ich jeden Tag draußen, haben Fußball gespielt zu dritt, öfter auch mal mit anderen Kindern zusammen, und ja, hat riesen Spaß gemacht. Wir wollten eigentlich immer irgendwas mit Ball spielen, und deswegen haben wir auch früh die Liebe zum Fußball erkannt. Robert Schul, ein Familienmensch, einer, der für die jahrelange Unterstützung seiner Eltern dankbar ist und auch heute angekommen im Profifußball ihre Nähe sucht. Ab dieser Saison im TSG-Trikot aufzulaufen, damit geht für Robert Schul ein Traum in Erfüllung. Meine Ziele sind, erstmal im Training Gas zu geben, mich an das Klima, an das Tempo zu gewöhnen und Schritt für Schritt dann mich heranzuarbeiten, dass ich dann noch meine Einsätze bekomme, mich im Training zu präsentieren, den Trainer zeigen, ja, ich bin ein guter Junge, ich kann auch auf diesem Niveau bestehen. Und genau so sind halt meine Ziele, und das will ich dann Step by Step erhöhen. Dabei hilft ihm, dass er mit der TSG zurzeit direkt in seiner Heimat trainiert. Große Unterstützung wird Robert Schul sicherlich auch am Samstag erfahren. Mit dem Testspiel gegen Genua in Wels endet das Trainingslager der TSG. Heimspiele wird Robert Schul dann in der Wirsol-Rhein-Neckar-Arena bestreiten.